Kann man mit ChatGPT ein eigenes Buch schreiben und schaffe ich es auch, das auf Amazon zu verkaufen? Man sieht vor allem auf TikTok immer wieder Videos, wo gesagt wird, lasst ChatGPT euer Buch schreiben und verdient 100 Euro am Tag damit. Angeblich ist das total leicht, naja, und ich bin hier, um es zu testen. Also fragen wir die KI doch erst einmal, was für ein Buch sie genau für uns schreiben soll. Demnach würde ich sagen, dass wir ein Krimi-Buch schreiben und da ChatGPT leider so seine Probleme hat mit einer gewissen Anzahl an Wörtern, würde ich da vorschlagen, dass ChatGPT einfach 10 verschiedene Kurzkrimis schreibt. Deswegen, Geschichte auf. Okay, ChatGPT hat jetzt 10 verschiedene Geschichtsideen aufgeschrieben. Deswegen würde ich sagen, gehen wir erstmal in LibreOffice rüber. Hier haben wir LibreOffice und hier habe ich bereits alle Geschichtsideen reingeschrieben, die ChatGPT für uns hat. Und jetzt ist meine Idee einfach, dass wir ChatGPT jede dieser Ideen geben und ChatGPT soll eine Geschichte daraus formulieren. Also fangen wir an. Schreibe mir eine Kurzgeschichte aus folgender Idee. Mal schauen, was die KI jetzt daraus macht. Die erste Geschichte hat ChatGPT bereits geschrieben. Für die, die es durchlesen wollen, pausiert das Video einfach. Jetzt nehmen wir die Geschichte einfach und kopieren sie uns rüber. Machen hier eine neue Seite. Kopieren das hier rein. Formatieren das mal ein bisschen richtig, dass es ein bisschen schöner aussieht. Und machen die Schriftart ein bisschen größer, damit es nicht noch so wenig aussieht. Und die Überschrift lassen wir ebenfalls ChatGPT entscheiden. ChatGPT hat uns also jetzt 6 verschiedene Überschriften gegeben, die wir nehmen können. Ich hätte es gesagt, Lügen und Verrat an der Wohlstandswohnanlage passt am besten zu der Geschichte. Dementsprechend nehmen wir einfach das. Zack, reinkopiert. Gut, das war die erste Geschichte schon. Und nun machen wir das 10 weitere Male. Haben wir hier ein fertig geschriebenes Buch, welches wir technisch gesehen einfach auf Amazon packen können. Aber ich würde sagen, wir brauchen erstmal ein Cover. Und ich würde sagen, dass wir das ebenfalls von einer künstlichen Intelligenz machen lassen. Am Ende habe ich Dolly einfach noch ein zweites Bild generieren lassen, was ich mit ein paar mehr Details und ein paar genaueren Angaben beschriftet habe und habe dieses Bild einfach mal durch Lightroom gejagt, um es ein bisschen ansprechender zu machen. Und daraus ist das entstanden. Und hier gehen wir auf Erstellen, erstellen ein neues Buch. Das heißt, wir gehen auf E-Book erstellen, geben hier Sprache Deutsch an. Buchtitel nennen wir einfach 10 kurze Verbrechen. Ist ein super Titel, ich weiß. Autor ist natürlich Tommy Wilson. Tommy Wilson! Beschreibung. Hier ist der wichtigste Part. Und da ich keine Ahnung habe, wie man bei Amazon eine gute Beschreibung macht, dass sich das Buch auch gut verkauft, frage ich einfach die KI. Schreibe mir eine Amazon-E-Book-Beschreibung. Und ganz wichtig, es soll nicht irgendeine Beschreibung passen, es soll eine SEO-optimierte Beschreibung. Sprich Search Engine Optimization. Das sorgt einfach dafür, kurz gesagt, dass unser Buch weiter oben in der Suche empfohlen wird, damit richtige Keywords benutzt werden. Und ich hoffe einmal, dass die KI weiß, wie sie das benutzen soll, damit das Buch halt so hoch wie möglich empfohlen wird. Ach, scheiß drauf, es geht bestimmt bei Amazon durch. So, gehen wir rein. Mit Suchbegriffen wie Kurzgeschichten, Krimi, Thriller, Kriminalgeschichten und E-Book optimiert. So funktioniert keine SEO-Optimierung. Und nun können wir hier das Manuskript hochladen und jetzt entscheidet sich, ob das wirklich durchgeht bei Amazon. Das Buch ist jetzt durch die Kontrolle durchgegangen. Manuskript krimibuch.docx wurde hochgeladen. Die Dateiverarbeitung ist abgeschlossen. Die Manuskriptüberprüfung ist abgeschlossen. Dann fügen wir unser Cover als nächstes hinzu. Bitte heul nicht rum, was das falsche Format hat. Dann können wir jetzt schon mal direkt auf Speichern und Fortsetzen klicken. Und dann müssen wir eigentlich nur noch auf Kindle E-Book veröffentlichen klicken. Und unser Buch ist ab jetzt verfügbar. Aber ich empfehle euch, es nicht zu kaufen, weil es hat eine KI geschrieben. Es ist nicht sonderlich spannend. Falls ihr es trotzdem lesen wollt, habe ich euch in der Videobeschreibung ein Google-Dokument verlinkt, wo das gesamte Buch drin steht, wo ihr euch alles durchlesen könnt.
dass ihr das nicht kaufen müsst. Ihr seht also, es ist gar nicht so schwer, ein Buch mit ChatGPT zu schreiben. Dennoch würde ich sagen, dass es trotzdem sinnvoller wäre, dass man wirklich selber ein Buch schreibt, wenn man das wirklich vorhat, professioneller zu machen, da ChatGPT nicht unbedingt die besten Geschichten macht. Also wenn ihr damit wirklich Geld verdienen wollt, dann schreibt die Bücher selbst und lasst keine KI diese Bücher schreiben.